Ja, guten Morgen, Herr Pfarrer, auch wieder bei, ja? Morgen, morgen, ich gehen wollen. Ja, hallo, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Nein, die Fahrkarte. Die brauche ich nicht. Ist das Lourdes? Ja, das ist Lourdes. Sind die Plätze Nummer 4? Nein, guten Morgen, in diesem Fall nicht. Ne? Wir waren mit dem Zug in Gießen, weil ein früherer Arbeitskollege von mir, der wohnt dort, da haben wir Platzkarte gehabt, die waren aber abgesetzt. Ja, so ist das Leben, das kommt vor, nicht? Ja, da brauchen wir Morgen, Platzkarte. Wenn Sie dann mal vorne bitte doch mal durchgehen doch mal durch. Wollen. Suchen Sie doch mal ein schönes Bettchen aus, nicht? Guten Morgen. So, Hans, ich habe euch 2 Plätze freigehalten. Ah, wunderbar. Tag. Tag. Waren Sie schon einmal in Lourdes? Na Heinz, was hast denn du für Leide? Oh, gucke vielleicht mal, alles ist Hilde dort. Ich fahre ja nur immer so mit. Da soll mich auch stelleweise ganz gut essen können. Aber so nicht. Und da auch ist es nämlich so, wie es sein soll, aber so. Der Schubert Erich war ja auch mal in Lourdes, seit der Zeit sieht er ja besser. Jo? Ach. Der hat sich da unten an so einem Souvenirstand an die Beschlagtuch gekauft. Das geht jetzt die nächste, sind wir da so. Sind nicht in Lourdes auch die Passionsspiele? Ach was, das ist Bayreuth. Lourdes ist, soll ich denn jetzt sagen, was ist das mit dem Lourdes nochmal genau? Das ist die Schutzpatronin von der Heilpraktiker. Jo, so ungefähr. So, meine Damen und Herren, ich denke, wir sind dann soweit, hm? Vor unserer Abfahrt noch ein paar Worte. Ich bin Sascha Knall. Nennen Sie mich einfach nur Sascha. Ich bin für die nächsten 7 Tage Ihr ganz persönlicher Reiseleiter. Also wenn Sie irgendwas auf dem Herzen haben, ne, wenden Sie sich mal vertrauensvoll an mich. Hat der Bus Klimaanlage? Den genauen Reiseverlauf, den kennen Sie ja aus Ihren Unterlagen. Zu heute wäre zu sagen, wir fahren jetzt gleich auf die Autobahn Lyon-Rhontal und übernachten heute Abend in Avignon. Ich dachte im Raum Avignon. Ja, das hatte sich so ergeben, nicht? Das ist ja eigentlich auch egal. Im Prospekt steht aber im Raum Avignon. In Avignon waren wir ja schon mal. Weißt du noch, Ilse? Ja, dann darf ich Ihnen noch unseren Fahrer vorstellen. Er hört auf den Namen Horst. Hast du noch irgendwas, oder? So, Herrschaften, wie Sie bereits bemerkt haben, der Bus ist sauber, das soll er auch bleiben. Kaugummis gehören zwischen amerikanische Gebisse und nicht unter meine Sitze. Dann ist es vielleicht einigen nicht entgangen, wenn nicht, sage ich es nochmal, der Teppichboden ist neu. Wenn Sie also glauben, zwischen unseren Pausen etwas essen zu müssen, dann bitte etwas, was nicht krümelt. Und keine angebrochenen Cola-Dosen oder Ähnliches auf den Teppichboden, das gibt Flecken, die kriegen wir nie wieder raus, es sei denn, Sie zahlen das Ganze. Während der Fahrt möchte ich keine Schaltvorschläge und Überholwünsche. Wenn Sie sich daran halten, kommen wir prima miteinander aus. Der ist aber nett. Ja, kann man nicht anders sagen. Darf denn im Bus fotografiert werden? Kannst du eigentlich Französisch? Das sah sich doch nicht. Alfons, wenn du schon so dumm schwätzen musst, dann trink wenigstens vorher was, dass man denkt, kannst nichts dafür. Was ist? Ach, wir haben da über Fremdsprache. Jojo, ich möchte es nicht übersetzen. So, denke, wir sind dann soweit. Ist denn irgendjemand von Ihnen nicht anwesend? Naja, ich sehe einige von Ihnen, die sind ja schon bei bester Reiselaune. Hm? Ich wollte doch nur was wegen der Klimaanlage fragen. Gut, ich wünsche uns allen eine gute Fahrt. Es ist ja doch weit. Jetzt haben wir gerade den zweiten Gang drin. Nee, ich bin ja überhaupt, bis wir dort sind. Ich bin ganz unruhig. Wenn man doch alles von deinem Busunglück gehört. Obwohl, im Flugzeug kann ja auch was passieren. Wir fliehen ja jetzt nicht, obwohl zu mir da vorne der schwitzt. Kann man doch nicht im eigenen Auto hinfahren. Ah ja, kann auch was passieren. Ah ja, aber da sitzt man dann nicht im Bus. Heinz, du hast ja abgesperrt. Stefan ist doch daheim. Ach so. Ich weiß gar nicht, wie ich das halt oben mit der Speisekarte machen soll. Das ist doch bestimmt alles auf Französisch. Oh, ein Schnitzel ist ein Schnitzel. Tja, aber da gibt's einige hervorragende Lokale. Ah ja, das muss auch sein. Das heißt ja nicht umsonst, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Och, die Wohnung steht bei dir dann schon längere Zeit leer.
Ich mach gleich eine Vollbremsung. Da wollte Stefan nicht mitfahren. Nee, der hütet's Haus. Oh, Rambazamba, sturmfreie Gut. Vor alle Dinge. Obwohl, der Stefan ist doch gar nicht so. Dem geht ich was anderes erzählen. Ich glaube, die brauchen noch eine Zeit, wa? Ich hier mal. Gilde! Ja. Wann gibt's denn zu essen? Das geht ihm nicht schneller. Jogi, was würde dein Vater sagen, wenn er hier wäre? Das müsste meine Mutter machen. Was würde die sagen? Ein Heinz, dann sag doch was. Hat der irgendwas Scharfes im Haus? Mhm, wie ich. Na, für die Nudeln reicht's vielleicht gerade noch. Ups. Sag mal, haben wir nicht viel zu viel Spaghetti gekocht? Wie viele Leute kommen denn überhaupt? 1000. Habt ihr auch genug Teller? Boah, locker, aber nur 900 Gabel. Ja, Stefan, wo sind eigentlich deine Alten? In Lourdes. Oh Gott, was machen die denn da? Die bitte um Unterstützung hier für die Renovierung macht das Leben. Fahren Sie denn zum ersten Mal nach Lourdes? Ach, woher denn? Ich glaube, ich war schon 7 oder 8 Mal da. Ich habe da vor Jahren mal einen netten Kaplan aus Speyer kennengelernt. Der saß dann als Pfarrer lange in Landau. Und heute? Heute sitzt er da hinten. Pfarrer Löns, das ist ja ulkig. Du hast uns umso und unter uns mit einer Alleinunterhalter. Wieso? Alter steht. Gemütliches Beisammensein mit Musik und Franz Weinen. Ach was, mit französischen Weinen? Ach so. Oh Gott, so beim drüber lesen. Jo, Hunger hätte ich allmählich. Oh Gott, Heinz, du kannst schon jetzt nichts essen. Hast du gehört, was der Fahrer gesagt hat? Okay, Fat, der kann mir mal den Buckel runterrutschen. Gib mir mal ein gekochtes Ei. Mach die Schale gerade doch rein. Du, Heinz, wollen wir gerade nach Frankreich fahren. Kennst du denn den Witz, wo der Bayer in Frankreich ins Geschäft kommt? Und da sagt der Franzose, bonjour. Und da sagt der Bayer, jo, ein paar Schwarze. Eh wohl nicht recht, was ist denn das? Ei. Das befürchte ich aber auch. Dazu muss ich ja wohl nichts mehr sagen. Gott, noch einmal. Du, Heinz, da kenn ich noch einen guten Witz. Dann erzähl dem da vorne, der lacht so gern. Einen so zu blamieren. Und dann noch das Mikrofon. Ich meine nur dich. So, Damen und Herren, wir machen jetzt eine kleine Pause von einer Viertelstunde. Sie können sich dann die Füße vertreten. Hartgekochte Eier in den Teppichboden. Sauber. Wir fahren jetzt durch das berühmte Burgund, wo der bekannte Wein herkommt. Ist das der Champagner? Tja, das weiß ich nicht, wirst du wieder weitergehst. Burgunder. Ich war mal beim Alfred auf dem Geburtstag und der ist ja so mit Wein und so. Und da hat er mal, es war allerdings schon spät nachts, so Flasch Burgunder aufgemacht. Es war allerdings Spätburgunder. Ah jo, und die Uhrzeit. Nee, das hat jetzt dort damit nichts zu tun. Picobello. Na, wie wär's mit deiner Frischmorgen? Ja, auch! Mann, Frank, leg die Ketchupflasche weg! Ach komm, hier los! Es gibt doch eine Riesensauerei! Also, ich könnte in so einem Bus nicht schlafen. Das verlangt ja auch keiner. Nee, ich mein selbst, wenn ich wollt. Obwohl, man verpasst ja nichts. Heute oben gleich im Bett und meine, ich werd Bus fahren. Hast du eigentlich schon... Die schlafen all? Also, ich kenn das nicht. Was
Was wollte Stefan machen? Jo, was wird der machen? Der wird beim Tom am Computer sitzen. Es ist mir ja gar nicht recht, wenn das Haus so lang leer ist. So eine Woche sieht doch lang. Hoffentlich kommt der Bub mit Essen zurecht. Sieht man eigentlich noch was? Wo? Ein Do auf dem Teppich vom Ei. Ach, woher dann? Stell dir mal vor, dass wir nicht mehr rausgegangen. Hätte ich ihm eine Salami-Brötchen drüber geklebt. Herr Klein, Entschuldigung, aber für wann haben Sie denn das Treffen mit diesem französischen Chor vereinbart? Herr Klein? Das Treffen mit... Was? Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, was Sie verstanden. Entschuldigung. Ich bin immer gespannt, wie das da alles so ist. Der Alfons hat vorhin gesagt, auf der Stelle weiß mehr los wie München auf dem Oktoberfest. Ob das nicht auch viel Geldmacherei ist. Wie da in den Kurorten bezahlt schon Haufen Geld, aber die Beschwerde sind nicht weg. Aber man lässt sich halt verleiden. Ich habe das Gefühl, hier wird es immer kälter. Hier läuft doch eine Klimaanlage. Gut, für den Preis kann man jetzt nichts sagen, aber jetzt extra dahin zu fahren, nur weil ich jetzt, ich weiß nicht was an. Vielleicht wird das mit meinem Handgelenk ja jetzt besser. Ja. Wenn ich nicht wissen, wie viel gesund hingefahren sind und vielleicht dort erkältern oder alles eine Sache der Einstellung, hat der Arbeitslose gesagt. Hast du eigentlich den Futterbrat mitgenommen? Schlafstuhl. So, meine Damen und Herren, kurz etwas zu heute Abend. Wir treffen uns dann in der Halle. Ihr Gepäck wird da hingebracht und dann bekommen Sie erstmal Ihre Zimmer zugewiesen. Wir sehen uns dann um 19.30 Uhr zum Dingsessen. Danke. Können wir die Speisekarte haben? Pardon? Karte, hier, La Vacherie. Ah, oui, Roger. No, Sie haben alles gleich. Was? Gleich, wir bekämen gleiches Essen. Nicht nur wie was, der wisst doch gar nicht, was ich mir wolle. Jetzt, wo bleibt dann der? Wir bekommen alle das Gleiche, das ist schon bestellt. Ah, das ist ja auch nicht unpraktisch. Was isst du denn? Hör doch, Ilse, wir bekommen alle das Gleiche. Ach, da wird mir nicht gefragt. So, was essen wir denn Schönes? Ich denke, wir kriegen alle das Gleiche. Ah ja, sicher. Das müsst ihr doch aber auch dabei schreiben, dass das Bier sein soll. Ein Kuchen, wo steht da nichts drauf? Wie soll das alles für uns sein? Die Chor? Der Chor, die sitzen, glaube ich, alle da hinten. Was gibt es eigentlich zu essen? Tja, wenn man das wüsste. Ach, Herr Pfarrer, finden Sie es nicht auch, dass es im Bus recht kalt ist? Oh, komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Der Bus noch läuft. Aus Überzeugung. Nee. Aber ich find's gut, dass wir überhaupt noch was machen. Wo ich dachte, mein Alter, der weiß gar nicht so genau, wo er hinfährt. Das würde ich meinem Alten auch zutrauen. Arnold, du musst auch immer warten, bis die Fotos entwickelt sind, damit er weiß, wo er war. Na, das ist aber ein alter Witz. Mein Alter ist auch also Witz. Ganz anders. Ist sie wie ihr? Jo, ach Gott, wieso dann das? Pardon, Monsieur, das ist nicht Ihre Sünde. Aber ich habe jetzt schon was weggeholt. Das ist so nicht schlimm. Ei, ist doch meins. Oh, Madame, Sie haben noch nicht? Doch, das hat jetzt mein Mann. Na, voilà. Ah, non, Monsieur. Das ist nicht richtig. Pardon. Pardon, Monsieur, Sie können wenn Sie möchten, doch essen. Ah ja, aber ich habe doch jetzt schon nichts. Ei, stell es zu mir hin, es ist doch jetzt egal. Pardon, Monsieur, es ist mir leid. Ich habe verwechselt. Schande. Ich glaube, ich hab's verkehrt. Oh, Madame, Sie mir gehen? Ich gebe Ihnen. Hier gibt es doch etwas zu Auswahl. Aber Ilse, das war doch offensichtlich eine Verwechslung. Heinz, ist doch nicht so schnell. Oder bevor der wiederkommt. Pardon, hier fehlt dein Essen. Kokomo,
ich hab hier Probleme. Jo, aber sag jetzt nichts. Bitte in der Kopflust verschwinden. Was haben Sie denn für Probleme? Ach, ich hab jetzt innerhalb von 5 Minuten 3 verschiedene Esse gehabt. Ach, Sie haben ja Kroketten. Also wenn ich ehrlich bin, wäre mir die jetzt auch lieber. Das dürfte die eigentlich nicht machen. Das ist allerhand. Die hat Krokette. Pardon, Madame, das ist kein Problem. Ach, jetzt bin ich aber platt. Jetzt habe ich ja gar nichts. Französische Trennkost. Kommen morgen zum Aufräumen. Alle. Oh, jo, hoffentlich. Ich kann nicht Konkurs anmelden. Und er sang an jedem Ort immer wieder Gottes Wort, immer wieder Gottes Wort. Zu der Zeit, als Johann König ohne Land in England war, zog Dominikus zum Streit aus mit der Albigenserschar. Dominike, Dominike, der zog fröhlich in die Welt, zu Fuß und ohne Geld. Und er sang an jedem Ort immer wieder Gottes Wort, immer wieder Gottes Wort. Eines Tages ging er barfuß durch den Dornbusch und verkehrt. Schon lang zu. Das ist ja bestimmt interessant in Lourdes. Ja, also ganz beeindruckend ist ja immer die Lichterprozession. Ach, haben die doch auch so Probleme mit der Ausländer? So, meine Damen und Herren, wenn ich da mal bitte ganz kurz, ja? Dankeschön. Ich hoffe, das Essen hat Ihnen geschmeckt. Hm? Vielleicht umso mehr, wenn Sie hören, dass das Essen, das Sie hatten, eigentlich für die Reisegesellschaft nebenan bestimmt war. Sie sollten eigentlich Hähnchen bekommen. Ja, das wäre mir auch lieber gewesen. Ja, das Essen, das Sie hatten, war leider ein paar Mark teurer. Ja, aber das sollte nicht Ihr Problem sein. So, ein paar Worte zum Morgen. Abfahrt ist 8 Uhr. Damit wir rechtzeitig in Lourdes sein werden, hat jetzt dazu irgendjemand eine Frage? Ja, bitte. Ach, vielleicht ganz kurz, ich komme dann gleich auf Sie zurück. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere von Ihnen gemerkt hat, aber in unserem Bus ist es etwas wärmer als üblich. Die Klimaanlage ist kaputt, ne? Aber ich denke, das hält sich mit reglichen Rahmen nicht. So, so, bitte, Sie hatten dann, glaube ich, noch. Ja, das hat sich dann erledigt. Ja, dann wünsche ich uns allen einen wunderschönen Abend und morgen in alter Frische. Nee, die ziehen wir ganz schön aus. Ja, aber ich kann da nicht mit. Und ob Sie können, Sie können aber auch den Busstaub saugen. Also einmal ist aber auch Schluss, oder? Aber so laufen Sie mir nicht über meinen Teppichboden. Ich brenn's in meinen Reiseschuhen, oder was? Sauber, der Mann. Oh, shit. Bleibt doch wieder putzwarm. So. Guten Morgen, die Herrschaften. Gut geschlafen. Wunderbar. Gut aus. Mal los. Sagen Sie, wann treffen wir eigentlich auf diesen französischen
Kirchenchor. Vielleicht gibt es hier später noch mal eine Möglichkeit, darüber zu reden. Du, Alfons, was Hansan am Rathaus neben der Haupttreppe für schräge gebaut ist, das für die Rollstuhlfahrer, jo. Ganz schön steil, mein lieber Mann. Da ist ja meistens einer dabei, wo schiebt. Also wenn du mich fragst, sowas wird ja nur gemacht, damit es da ist. Ob das nachher funktioniert, ist denen doch ganz egal. Der Schubert Erich hat gesagt, er hätte auch schon ein paar Mal den Becher Meister gesehen, wo er mit seinem Golfsack dort runter ist. Deswegen hat er das Ding auch wahrscheinlich machen lassen. Naja, nicht alles, was Neues ist, auch besser. Genau wie du mit ihrem, wie sagt man das, da, mit dem Abfall. Duales System. Jo, also überhaupt kein System, die hier. Ja, wie der Name schon sagt. Jetzt haben sie doppelt so viel Abfall wie vorher. Weil die Politiker damals gewusst hätten, was du alles auf sie zukommt, hätte sie alles gelöst, wie es war. Hätte man halt müssen was anderes erfinden, wo die Umwelt belascht. Die Hauptsache, es bringt Geld. Dann wissen Sie, wann wir diesen französischen Kirchenchor treffen? Ich weiß nur, dass ich halt irgendwo was Anständiges essen gehe. So. Ich finde so eine Reise immer aufregend. Letztes Jahr war ich in Singapur und nächstes Jahr fliege ich nach Texas. So, Heinz, jetzt mache ich mal noch mal ein bisschen die Augen zu. Jo, wir haben es ja bald geschafft. Dann langt's aber gerade mit der Busfahrerei. Hast du jetzt eigentlich daheim beim Stefan schon mal angerufen? Kann ja angeblich im Bus nicht schlafen. Vielleicht macht sich die Nähe von Lott schon bemerkbar. Wenn das mit der ganzen Wunder so alles stimmt, wünsch ich mir ein Kasten Bier, wo nie leer werden. Und tote von drei Stück.